sehen. Außerdem kann es sein, dass ich ein bisschen weniger fokussiert bin als sonst, weil meine Frau im Krankenhaus ist. Und das kann sein, dass mein Geist leichter abschweift als sonst. Vielleicht verständlich. Aber ich versuche trotzdem jetzt hier zu sein. Mache alles, was möglich ist. Also kann ich jetzt auch hier sein. Yokoso, welcome, bienvenue, willkommen, hola. Wir haben heute die Besonderheit, dass ich noch mal ein bisschen, fangen wir gleich an, die Grundstellung. So ein paar Grundsätzlichkeiten, dass wir die auch aus dem Video dann als Highlight oder als kleines Stückchen nochmal festhalten können auf YouTube und Twitch, um darauf zu verweisen. Also, schmaler Stand, Gewicht in die Hacken, dass man die Fußspitzen so 45 Grad auseinander machen kann. Ein bisschen zurück, ohne Staude, nochmal, schmal, also den schmalen Stand gibt es auch, der ist aber mit ein bisschen Platz zwischen den Knöcheln, also handbreit, fußbreit, Abstand, parallel aber, 45 Grad auseinander, Gewicht in die Fußballen vorne und parallel aufkommen, das gibt so eine Fußlänge Abstand. Und jetzt geht schon weiter, erstmal mit den Knien, die sind immer leicht aus dieser Raste, wenn man ganz hoch steht, dann kann man die Knie so fast nach hinten einrasten lassen. Bitte in Zukunft auch im täglichen Leben nicht mehr machen. Ganz übel für die Knie, also immer aus dieser Einrastung mindestens raus, dass man so ein bisschen Gewicht verteilt zwischen Knochengerüst und Sehnen und Muskeln. Und dann noch eine Besonderheit, ihr könnt links und rechts mal eure Hüften oben und unten erfühlen und dass die untere Hüfte nach vorne kommt, aber wirklich nur mit so einer Beckenschaukel, kann man auch als Übung machen. Wirklich nur so ein bisschen nach vorne. Dann richtet sich der mittlere, also der untere bis zum mittleren Rücken schon mal ein bisschen auf. Ein bisschen Luft unter den Achseln. Die Schultern sind aber trotzdem locker, ein bisschen hängend. Die Handflächen, die Handrücken sind leicht nach vorne, nicht ganz, ein bisschen. Ein bisschen Abstand zum Körper. Dann das Brustbein, nur minimal, 5 mm oder sowas nach vorne. Auf das sich der Hals ausrichtet. Ihr könnt auch so ein bisschen, aber nicht keine forcierte Geschichte, versuchen einfach ein bisschen den Rücken länger zu machen oder werden zu lassen. Es gibt auch die Vorstellung vom goldenen Faden, an dem man hängt. Nutzt sich bei mir ab. Und helfen tut mir nicht, das Kinn nach hinten schieben, weil dann verspannt sich hier alles im Hals, das ist gar nicht gut. Ich habe am besten gefunden bis jetzt das Schlüsselbein so ein bisschen nach vorne, wirklich minimal. Die Grundstellung, ziemlich wichtig, sehr trivial, brauchen wir auf der Wiese. Also schmal, paralleler Stand und diese leichte Beugung der Knie, unteres Becken nach vorne, unangestrengte Aufrichtungen des Rückens und des Oberrückens und so, weiche Schultern mit ein bisschen Abstand, ist die Grundstellung, brauchen wir immer wieder und es lohnt sich auch im Alltag immer wieder auf sowas zu achten, auch da dann immer wieder die lockerste, die entspannteste Variante von zu finden, auch ein bisschen mit dem Gleichgewicht zu spielen, links, rechts und so weiter. Das ist die häufigste. Dann gibt es noch einen breiten Stand, das geht wieder 45 Grad, Fußspitzen auseinander,
nach vorne und parallel aufkommen. Alles andere gilt genauso, leicht eingehockt, aufgerichtet. Aber je weiter die Beine auseinanderkommen, umso mehr Obacht auf X, O-Bein, vorne, hinten, Gewichtsverlagerung. Ihr könnt das mit zunehmender Übung immer mehr spüren, was gut ist für die Knie, auf dass ihr euer Gewicht gut verteilt. Dann gibt es noch zwei eigentlich, wir nehmen aber das als höchste Grenze, nochmal 45 Grad. Das ist unser erster Reiterstand und der reicht mir. Also manche Leute sind jetzt sehr jung und noch gelenkig. Das ist schön, ihr könnt das dann noch weiter machen, sodass dann halt das Gesäß fast auf der Höhe der Knie ist. Darum geht es aber hier nicht. Also es geht hier wirklich nicht nach äußerer Schönheit, sondern es geht nach Körpergefühl, wie es euch gut geht. Und das lernen wir auch. Also Körpergefühl ist quasi, wenn man Lernziele braucht, ist das unser Lernziel, Nummer eins. Dann gibt es die Intention. Also wenn man irgendwas lernt, dann kann man sich halt verbohren, dann geht es nicht weiter. Man macht was, obwohl man es nicht möchte und so. Das sind alles verschiedene Arten. Am besten geht es eben mit einer besonderen Einstellung, nämlich freundlich, aufmerksam und gelassen. Das sind so drei Themenbereiche, die wir häufig brauchen. Besser gesagt, ich orientiere mich den Tag über da dran und merke das immer mehr. Also wenn ich unfreundlich bin, muss man sich selber Gedanken machen, brauche ich das? Ist das eine Methode, unfreundlich zu sein? Möchte ich die haben? Wenn ich die nicht haben möchte, ich möchte die nicht. Ich sehe keinen Grund, selbst wenn ich irgendwie schlecht behandelt werde oder sowas, unfreundlich zu sein. Mit mir selber sowieso nicht. Also der beste Kritiker ist man selber. Also auch zu lernen, mit sich selber freundlich, aufmerksam und gelassen zu sein. Und diese drei Themen sind auch einmal Intention. So möchten wir hier miteinander üben. So möchte ich mit mir sein, den ganzen Tag über. Das ist nicht einfach, aber es ist eine Intention, über die ihr euch selber klar werden müsst, ob ihr das machen möchtet. Und wenn ihr wie ich keinen Grund seht, das nicht zu machen, dann achtet darauf, auch den Tag über. Und es wird immer besser, diese Wahrnehmung. Und man merkt immer, ich bin jetzt unaufmerksam, was ist das, wie kann ich damit umgehen, mehr Schlaf, bessere Ernährung und sowas, also besseren Schlaf. Und halt, das sind riesen Themenbereiche. Also wenn man sich darauf einlässt, dann führt das eben zu einem leichteren Leben bei allen, die ich kenne, die diesen Weg gehen. Und das ist auch eine andere Sache, das ist ein Übungsweg. Es ist also niemals, dass man fertig ist oder das ist jetzt super, ich habe das jetzt gelernt. Äußere Form vielleicht, irgendwann, aber das ist nicht unser Ziel, das kann ewig dauern. Aber das ist auch nicht das, wo wir hinschauen, es sei denn, es sind anatomische Sachen. Also wir lernen hier Sachen, die dem Körper gut gehen und dem Geist auch, das ist was Besonderes eben. Was aber eigentlich im Qigong sowieso und im Yoga auch dazu gehört. Nama, Rupa, Körper, Geist. Leichtes Einschwingen, Füße parallel auf der Erde bleiben kleben, egal wie stark ihr schwingt. Lasst das Schwingen aus den Waden kommen und schon die Knie entlasten. Alles darüber so locker und weich wie möglich werden lassen und dabei feststellen, ob ihr irgendwo Themen habt, irgendwo Bereiche, wo ihr jetzt schon merkt, wow, da ist mehr verspannt als normalerweise. Oder ich habe Bereiche, da spüre ich gar nichts. Auch gut. Dazu brauchen wir eben das RAIN-Prinzip, das findet ihr auf der Seite, das erzähle ich jetzt nicht. Also unter dem sen-qigong.de, da findet ihr Ruhe, da geht es um meditative Grundhaltung, aber auch um Meditation und da ist das eine Prinzip, ist RAIN, guckt euch das an.
Es ist so ein Prinzip, wie man Selbsterkenntnis relativ gut machen kann. Dieses Einschwingen ist halt schon ziemlich gut. Ihr könnt das richtig heftig machen, ne? Also wenn euch kalt ist oder wenn ihr merkt, ihr habt viel im Kopf an Plänen und Gedanken, Sorgen. Wenn ihr alles gemacht habt, was da zu machen war, besser gesagt jetzt in diesem Moment sowieso, also alles, was bis jetzt war, ist vergangen, alles, was kommt, kommt. Das machen wir jetzt in diesem Moment nicht. Wir wollen hoffentlich auch alle jetzt hier sein, freundlich, aufmerksam und gelassen. Und nehmen unseren Körper wahr. Wenn ihr das mitgekriegt habt und das verinnerlicht, dann könnt ihr jetzt schon wieder ausmachen. Weil das ist das Wichtigste. Alles andere, alle Formen und so weiter sind nicht so wichtig. Ich habe das mit Absicht Zen Qigong genannt, weil wir ein bisschen die 24er Form Tai Chi machen, aber ohne Kampf. Da immer noch ein Problem für mich und auch zum Vermitteln, halt das wirklich von jeglicher Kampfvorstellung zu lösen. Weil Kampf ist Krampf. Da kann man machen, was man will. Alles, was jede Bewegung, die irgendwie im Kampf ist, obwohl Tai Chi eine sehr weiche und Geschichte ist, anderes Thema. Das hier ist die Anfangssequenz. Ihr könnt auch Spaghetti-Arme machen. Ne? Einfach heben und versuchen, also Grundstellung, aber gehobene Arme und einfach mit so einer Loslasswelle wirklich die Arme fallen lassen und den Schwung zum Hochkommen nehmen und auch alle Sorgen auch fallen lassen. Also schütteln auf der Stelle, Spaghetti-Arme, die beiden wichtigsten. Die auch drei Roboter genannt, den dritten machen wir jetzt nicht. Weil man da sehr stabil in der Hüfte sein muss. Ich muss nicht alles auf einmal erklären. Das ist das Wichtigste. Also wenn ihr das erste Mal auf die Wiese kommt, das, was ich bis jetzt erklärt habe, ist das Wichtigste. Und dann haben wir noch das Gehen. Mache ich heute vielleicht noch, wenn genug Zeit bleibt. Weil es auch, obwohl es so läppisch klingt, sehr komplex ist, wenn man damit anfängt. Und wir brauchen das. Wenn wir gleich mit dem Qi wecken weiter. Qi wecken, paralleler Stand, diese Grundstellung und dann beschreiben die Handgelenke vor dem Körper so einen Kreis, Hände hängen, als ob sie durch Wasser sich bewegen, Schultern sind locker, nach unten steigen die Hände so ein bisschen und hier einatmend auch den Rücken merken, wie er sich automatisch von selber nach oben bewegt, ausatmend so ein bisschen, auch nur ein bisschen mehr Verwurzelung spüren. Wenn ihr das könnt, mit Bauchatmung, Flaschenatem aus dem Yoga, hier ausatmend wieder rückwärts, also Flaschenatmen von oben nach unten. Und hier die Ausrichtung des Rückens merken, nichts forcieren und hier die Verwurzelung mit der Erde, dann habt ihr schon diese eins der daoistischen Grundprinzipien, Mensch zwischen Himmel und Erde, aber es ist wirklich jedes Ausatmen ist die Chance, den Körperscan zu benutzen, um sich mehr zu verwurzeln, aber entspannend den Rücken aufzurichten. So ist jede Umdrehung neu. Jede Umdrehung ist neu. Es ist für mich die wichtigste Übung. Ich
Ich mache die auch jeden Tag, jeden Morgen, kann das nur empfehlen. Immer den Fokus, die Aufmerksamkeit bei dem Körpergefühlen und jede Umdrehung eben dieses Aufrichten, aber entspannt, entspannt, entspannt. Jede Ausatmung entspannt, entspannt, Gleichgewicht, mehr verwurzeln. Und die Wahrnehmung wird immer feiner. Über die Jahre, Jahrzehnte. Es hat also kein Ende. Kein Ich kann das jetzt. Und damit hat es auch kein Ich kann das besser als jemand anders. Es ist hier fehl am Platz. Das Einzige, was wichtig ist, tut mir das gut? Wie fühle ich mich jetzt? Das machen wir auch ein paar Mal. Aber dann sind wir schon wieder bei Körper und Geist, Wahrnehmung. Unser Lernziel. Und ein Zwischenergebnis, eine Belohnung kann sein, das innere Lächeln, weil wenn es dem Körper gut geht, der Geist einigermaßen in Ruhe ist, dann entsteht von selber so ein inneres Lächeln und das gilt es zu kultivieren. Auch nicht forciert, ja, man kann im Zweifelsfall lieber lächeln, das ist okay. Und jetzt wird es noch langweiliger in Anführungsstrichen, weil wir jetzt den Baum umarmen. Versucht die Schultern so locker wie möglich zu lassen und die Arme wie schwebend zu haben. Am Anfang ist das nicht so einfach. Aber Anstrengungslosigkeit ist das Thema und deswegen ist das mit dem quasi unsere Tai-Chi-Form, die wir schon machen, die 24er-Form. Aber die, selbst für Gesundheit, versuchen die immer mit Anspannung und Entspannung diesen Zyklus zu erklären. Aber wir sind hier Jakobsen Advanced. Wir stellen fest, was verspannt ist und versuchen, das zu entspannen. Wir spannen nichts mehr mit Absicht an. Das ist eine Besonderheit. Ist auch das Grundziel, erstmal für viele Jahre, erstmal so entspannt wie möglich zu werden und sich keine Gedanken zu machen darüber, ob das jetzt, wie war das, sloppy, schlaff ist. Das merkt ihr selber, wenn ihr zu schlaff seid. Also spätestens, wenn ihr wie ein Haufen Knochen und Muskeln und Sehnen auf der Erde seid, obwohl im Yoga gibt es so eine Pose, egal, also wo man wirklich komplett entspannt liegt. Also da müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen, ob das jetzt zu schlaff ist. Erstmal gibt dann nachher diesen Vogelschwanz, den Pang und so, wo das nochmal ein Thema ist, aber bis dahin relax, gelassen, freundlich, aufmerksam und gelassen.
Hier bei Bodyscan immer noch mehr einrichten, kann ich mir das noch unangespannter machen. Quasi den Schwerkraftlinien folgen und die Auflösung zwischen so Knochen und Sehnen und Muskeln, also die Kraft dazwischen verteilen. Und ihr werdet darin besser. Immer mehr festzustellen, wie ich mich in so einer Position immer weiter einrichten kann, ohne damit je fertig zu sein. Wenn das für euch neu ist, lasst ruhig die Arme ab und zu mal sinken in der Grundstellung. Aber das Ziel ist wirklich, die Arme schweben zu lassen und sanduhrgleich alle Verspannungen langsam nach unten abrieseln zu lassen. Mit dem Körper und dem Geist so einigermaßen im Gleichgewicht ist, könnt ihr immer noch beim Einatmen die Ausrichtung spüren und beim Ausatmen die Verwurzelung. Und wenn das aufmerksam, freundlich und gelassen auch läuft, dann sollte von selber dieses innere Lächeln sich einstellen. Genießt es. Kultiviert es. Ganz langsam, langsam die Hände in die Grundstellung sinken lassen. Und jetzt nach 15 Minuten Anfangssequenz zum ersten Mal die Frage sich selber stellen, ohne eine kognitive Antwort. Die Antwort ist euer Gefühl. Die Frage ist, wie fühle ich mich jetzt? Die Frage ist klar, schult eure Selbstwahrnehmung. Ich gehe einmal kurz hin, gucke, was der Chat sagt. Hallo nochmal. Also die Anfangssequenz kann man schon hernehmen als kleine Session. Und man kann die auch sogar mehrfach hintereinander machen. Also nicht direkt hintereinander kann man auch, wenn man will, aber zumindest am Tag. Ich habe das schon ein paar Mal am Tag öfter gemacht und habe jedes Mal festgestellt, diese Anfangssequenz scheint eben, nutzt sich nicht ab. Die ist immer wieder gut, weil sie so stark eben auf diese Grundprinzipien freundlich, aufmerksam und gelassen mit sich selber und Körperwahrnehmung zielt, dass man da immer wieder bei jedem Durchgang einen Vorteil hat. Wenn man das so nennen kann. Jetzt machen wir etwas ein bisschen durcheinander. Ich mache jetzt nochmal das, was wir bis jetzt im Tai Chi gemacht haben. Das ist nur das,
Ihr müsst, wenn das für euch neu ist, jetzt nicht glauben, dass ihr das heute an einem Tag lernen müsst. Unsinn. Jede dieser einzelnen 24 Formen machen wir jeweils 3-4 Wochen lang. Also das dauert. Und es ist auch so, dass hier auf der Wiese wir für diese 24er Tai Chi Form, die Peking Form, die entwickelt wurde in den 50er Jahren zur Volksgesundheit in Peking, die dauert bei uns 2-3 Jahre auf der Wiese, um die zu memorieren. Und der nächste Schritt ist dann eben dabei, bei sich zu sein und sich immer mehr zu vertiefen, wie wir das eben gemacht haben, aber eben in dieser sehr komplexen Bewegungsform. Das ist mittendrin oder im letzten Viertel eigentlich, linker Ball. Ich mache das jetzt auch, weil wir noch das Gehen noch mal genauer erklären. Linker Ball, Push, ein bisschen öffnen, rechter Ball, Schritt, Push, halber Schritt. Das sind jeweils einzelne Formen. Ne? Das dauert dann immer 4 Wochen, wo wir uns mit sowas beschäftigen. Nadel am Meeresboden, Enttwisten und Schritt. Das ist der Fächer, umdrehen, abwehren und parieren. Und wir sind jetzt bei dem Abstreifen und bei so einer Welle. Das noch mal ein bisschen weiter. Abstreifen. Weil hier der Oberkörper, ich kann das ein bisschen schräger machen, der Oberkörper ist weiterhin nach vorne ausgerichtet, aber beim Gewichtsverlagern nach hinten dreht die Hüfte und vertwistet so ein bisschen. Lockere Schultern, absenken, kurz lösen und mit der Gewichtsverlagerung nach vorne Hände aufrichten und so ein Push. Man kann das natürlich nachvollziehen, dass das Kampfsport ist, also das ist ja offensichtlich. Ja? Das ist ein Abstreifen von jemandem, der einen greift oder sowas. Hier nimmt man das wieder was Neues. Es sind Einzelteile, die kann man natürlich, kann so keinen Kampf durchführen, aber es sind halt Einzelformen, die man, wenn man das dann bräuchte, zum Kämpfen nehmen kann. Man muss das ist das Problem. Man muss das immer wieder ein bisschen herleiten, wo das herkommt, damit man das im Kopf hat, um die Form zu begreifen. Aber nicht ständig in diesem Kampfmodus zu sein. Das ist wichtig. Also diese Form zu begreifen, hier nehme ich vielleicht so einen drückenden Unterarm auf. Ich gebe nach. Das ist besonders. Also ich nehme das auf. Aha. Gewichte nach hinten. Drücke so ein bisschen nach unten, um diesen Impulsweg zu verändern. Jetzt habe ich ja hier noch Kraft drin, lasse kurz los, dann kommt der Gegner aus dem Gleichgewicht und dann kann ich ein bisschen drehen und ein bisschen pushen, aber auch nicht heftig, sondern einfach nur durch meine Gewichtsverlagerung. Und das ist schon genug zu wissen. Ich versteife mich jetzt da nicht drauf, irgendwie das, was verleitet dazu, dass man das dann auch gerne umsetzen möchte, könnt ihr, wenn ihr das als Kampfsport machen wollt, bitte. Aber ich versuche das immer weiter weg davon zu kriegen. Noch einmal, das ist der Push, abstreifen, aufnehmen, nach hinten verlagern, leicht lösen, Hüftdrehung und Push nach vorne. Das ist das, wo wir heute dabei sind. Da das eine komplexe Form ist, also dieses Drehen und so weiter, dauert das länger, sich das einzuprägen. Und dann macht es aber auch Sinn, immer weiter zu lernen, wie fühlt sich mein Körper dabei an und so weiter und immer weiter wegzukommen von der Anwendung, sondern eben immer mehr zu dem, wie fühlt sich das an, jetzt habe ich mich vertwistet und solche Geschichten. Wir machen die noch ein paar Wochen, im Stream auch. Worum es mir heute geht, ist so ein Basic, nämlich das Gehen. Klingt so einfach. Alleine erstmal in einem Bein stehen. Wenn meine Gehrichtung jetzt zu euch ist,
steht mein Standbein, Fuß, so ein bisschen schräg, 15, 20 Grad zu meiner Gehrichtung. Jetzt bleibe ich wieder untere Hüfte nach vorne, leicht eingehockt, aufgerichtet, versucht auch da in einem Bein euren Schwerpunkt zu finden, also die Last so gut zu verteilen auf Muskeln, Sehnen, Knochen gleichmäßig, auf dass da so wenig, dass es so locker ist, wie es geht. Dann folgt ihr eurer statischen Schwerkraftlinie und benutzt euren Körper so gut es geht. So weit, dass es super entspannt ist und ihr trotzdem diese Position einhaltet, also so schlaff wie möglich in dieser Position. Jetzt testet mit parallelem Fuß so einen Bereich, wo der hin kann, der Fuß. Jetzt ist besonders, der soll breit sein, der Schritt, aber nicht lang. Das heißt also, ich habe einen Fußbreit Abstand zwischen unbelasteten Bein, Hacken und Fußspitze des Fußes meines Standbeins. Es gibt dann so einen Schritt ungefähr. Ich bin noch komplett mit dem Gewicht im Standbein. Das andere ist noch frei, relativ. Dann ist auch die Hüfte in die Richtung ausgerichtet. Also die Hüfte ist Fußspitzrichtung. Ich bin mit dem Oberkörper doch schon nach vorne ausgerichtet. Am Anfang guckt man da nach unten, ob das alles klappt, ist klar, aber später aufgerichtet bleiben. Und jetzt kommt diese Gewichtsverlagerung mit der Hüftdrehung. Also wirklich, das ist wichtig, deswegen muss der auch breit sein, natürlich auch, weil es stabil ist. Ich hebe mein Gewicht aus dem Standbein in mein kurzzeitig neues Standbein, das ist die Hüfte nach vorne, weil die Fußspitze zeigt noch nach vorne. Das möchte ich nicht, das soll gleich mein neues Standbein werden. Also gehe ich mit dem Gewicht in die Mitte, damit ich nicht mit Gewicht das Knie drehe. Das ist ziemlich wichtig. Öffne in der Hüfte, im Hüftgelenk, da ist ein Loch unten in der Erde, mache quasi vorwegnehmend im relativ unbelasteten Bein wieder den 20 Grad Ausstellpositionsgeschichte, Gewichte da rein. Es ist was Besonderes, das kommt wirklich Jahre später. Ich ziehe dieses Bein nicht hinterher, sondern ich lasse meinen Körper weich werden. Also ich entspanne den. Und dann kommt das Bein, das habe ich nicht gesagt, der andere Fuß steht schmal in der Höhe auf der Fuß, auf den vorderen Fußballen und den Zehen, so in der Höhe vom Fußdach. Wow, viel Erklärung. Und das Gleiche geht dann wieder los. Stehe ich und ich mache auch einen Körperscan, einbeinig stehend, ist das okay? Dann mache ich diesen Schritt. Einmal Gewichte da rein, wieder ein bisschen entlasten mit dem Gewicht in die Mitte, öffnen, komplett vorne ankommen. Hier kann man auch einen kurzen Check machen, fühle ich mich sicher, ist das okay? Dann kann ich das andere Bein nachkommen lassen. Machen wir jetzt nicht weiter, aber ihr merkt, das ist am Anfang, wo sie sehr viel quatschen. Diese Gehgeschichte kann man noch verbinden, indem man Qi-Tragen macht. Mache ich wann anders, aber ich zeige es einmal. Also es unterstützt dieses Gewichtsverlagern, kurz abgeben, Gewicht in die Mitte öffnen, Gewicht vorne abgeben und hinten einsammeln. Kann man endlos machen, dieses Qi tragen und dann gibt es noch den Qi-Ball drehen. Aber ihr merkt, das, was ich vorhin gemacht habe, der Anfang, Schritt, Push, die Beine machen genau das. Halber Schritt, zurück und so weiter. Und das brauchen wir in der 24er Form und dieses Qi tragen und später Qi-Ball drehen sind auch tolle Übungen, um die halt endlos zu machen und schon in Richtung komplexe Gehmeditation zu kommen und dabei eben wirklich in Flow zu kommen. Ja, am Anfang auch in Trance, aber dann fehlt die Aufmerksamkeit.
Aber dann kann das innere Lächeln entstehen und man merkt, wow, der Körper fühlt sich besser an, mein Geist ist zufrieden und so weiter. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Wow. Jetzt machen wir nur einen einzigen Brokat. Einen einzigen Brokat, und zwar den ersten. Weil der sich auch sehr schnell memorieren lässt und man den im Tag einbauen kann. Und der tut einem auch gut. Also mir und allen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die den können, finden ihn auch super. Gerade zu Anfang. Also Grundstellung, ein bisschen in die Hocke sogar einatmend, verschränken, ausatmend, ein bisschen in die Hocke, Fußspitzen steigen, einatmend, ausatmen, wieder zum normalen Stand. Das ist der erste Brokat. Zweimal noch. Auch kurzes Nachspüren. Kann sich auch fragen, was tut diese Übung mit mir? Wie fühle ich mich jetzt? Und für heute einfach das Qi einsammeln. Und jetzt wirklich die Frage, wie fühle ich mich jetzt nach ungefähr 40 Minuten, 30, 40 Minuten. Wir machen das auf der Wiese anderthalb Stunden lang. Danke für diese gemeinsame Session. Wie immer, in einer Woche ist das geschnittene Video, sofern das Footage, das Material gut ist,
auf YouTube. Von dem heute versuche ich sogar ein paar Highlights zu machen, die dann auf Twitch sind, damit ich dieses Gehen zum Beispiel nicht so oft erklären muss. Und die Grundstellung. Also jeden Sonnabend 13 Uhr, auch im Winter, diesen Livestream. Jeden Mittwoch um 13 Uhr, so gut ich das kann und besser werde, auf Englisch. Und Südosten von Berlin, real auf dieser Wiese, in etwas weniger als einer halben Stunde um 14 Uhr. Habt eine schöne Woche, freundlich, aufmerksam und gelassen. Gutes Essen, also das, was euch gut tut, Schlaf und, also macht euch darüber Gedanken, und Meditations-Apps, wenn wir noch keine, oder auch wenn ihr eine Meditationspraxis habt, ist das auch ganz interessant, sich das mal anzugucken. Also der Zugang zur Meditation ist so einfach und jetzt so säkulär. Man muss da keine Angst mehr haben, irgendwelchen Bauernfängern hinterher zu rennen. Ist super einfach und ist wirklich so wichtig. Ist wichtig, wichtig, eine Meditationspraxis aufzunehmen. Ich weiß, dass das meistens nicht passt. Aber ich setze das hier voraus. Ihr müsst das nicht. Macht das, wie ihr das gerne möchtet. Ich kann nur sagen, das ist essentiell. Guter Schlaf, gute Nahrung, Meditationspraxis und natürlich Zen Qigong. Schöne Woche.